Digga, ich hab Bock. Verstehst du? Boah, alles. Also auf was die hast du Bock? Alter, Digga, Anakin hat 340.000 Aufrufe gemacht mit unserem Video, ne? Als Maul. Junge, Alter. Digga, die machen ja... unser Plan war doch, dass wir damit Fettklicks machen. Alter, aber die machen damit Klicks. Los, ey. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Bewerber an. Und zwar ist das tatsächlich Tante Shanti. Okay, ist jetzt mobile, ne? Boah, Junge, Alter. Die Mucke natürlich wieder, ne? Wieso haben die immer wieder Mucke drin, Max? Mucke ist ausgemacht. Ich habe Angst, einen Copyright-Strike zu kriegen. Aber für mobile ist das schon sehr beeindruckend. Boah, Junge. Der, wenn du als Mobile-Spieler Jump-Fatigue umgehen musst, Digga, dann machst du aber einiges richtig. Naja, Digga. Ja, stimmt, ne? Stimmt. Also, normalerweise triggert Jump-Fatigue ja da genauso rein. Krank, Alter. Also, es ist brutal. Ich würde auch gerne mit so einem zocken, Digga. Einfach so... Stell dir vor, wir sterben beide und dann carried uns ein iPad-Spieler durch. Digga, was gar nicht so unrealistisch ist, glaube ich, wa? Das ist schon echt anders böse, würde ich sagen, Digga. Schau mal. Vor allen Dingen, auch die Hits, ne? Das ist halt ganz krass. Das Krasse ist, mobile bist du halt komplett eingeschränkt, auch FPS-mäßig ist halt alles Katastrophe, aber der Aim-Assist... Der ist lecker. ...ist auf der Plattform so groß wie nirgendwo anders. Ja. Und wenn man so heftig von den Mechanics ist... Dann ist das ein Win. Dann hat man das Ding geholt. Ist so. Dann ist durch, ja. Ich würde sagen schon, ja. Mit dir müssen wir zocken. Für die Leute, die jetzt hier zum ersten Mal dabei sind, wir suchen halt krasse Spieler. Ja, keine Frage. Aber wir suchen auch was Besonderes. Korrekte Spieler. Korrekte Spieler, mit denen wir auch viel zocken können. Mhm. Ich bin ja der Meinung, wir sollten mindestens 4 Spieler haben. Ja, Max? Weil, nochmal, dann haben wir jetzt ein komplettes Squad. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir eine Frau brauchen. Finde ich sogar auch wichtig, tatsächlich. Und es gibt... Okay, bisher halten wir fest, was brauchen wir. Also, geil wir haben wäre... einen jungen Spieler. In dem Fall so im Rahmen von so ein Seetox-mäßig. Ja, 14 Jahre, ja, genau. Komplettes Biest. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Dann brauchen wir eigentlich jemanden, der natürlich auf einer anderen Plattform spielt. In dem Falle Mobile hier vielleicht sogar schon eventuell interessant, ne? Ja, richtig. Das kann man sich auf jeden Fall... Dann brauchen wir, das wäre dann 3, dann brauchen wir noch einen, wäre natürlich krass, wenn alle irgendwie was reißen könnten in der Fortnite. Aber einer, der schon mal bei der WM richtig... Ja, genau. Mhm. Ein Duo würde ich noch feiern. Also, dass wir ein Duo, was competitive heftig ist und wo die Spieler auch jeweils im Solo auch richtig Gas geben. Firex hat sich auch beworben. Schauen wir da nochmal ganz kurz rein, Alter. Firex der Mate von Seetox, genau richtig. So, herzlich willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für den Lost. Kannst du Ton anmachen? Kann ich Ton anmachen? Ja, endlich mal. Die erste Bewerbung ohne Musik. Boah, Junge, Alter. Also, die sind ca. 1,5k Earnings und das meiste eigentlich durch den World. Ist schon mal direkt ein Österreicher. Kriegt da direkt schon Bonus. Und 1,7k Earnings, ne? Wichtig. Ja, die Earnings ist auch wichtig. Die stehen. Mhm. Der Platz 30. Und sonst würde ich immer so um den Dreh Top 250 und habe halt immer Geld mitgenommen. Und jetzt auch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Ja, die Mucke wird copyright-free sein, glaube ich. Nö. Das ist schon ganz schön sauber, ne? Ja. Was aber wichtig ist, die müssen es so richtig wollen. Ja, auf jeden Fall. Und die müssen auch Zeit haben, ne? Oh, Junge, ist Alter. Ist geil. Unlucky. Digga. Guck mal, streamt sogar schon, hat ein Interface und alles, ne? Ja. Boah, Junge, nein, Alter. Sehr nice. Ja, genau. Boah, Digga, der Turn-On. Sauber. Und hat auch schon World Cup-Erfahrungen halt, ne? Ja. Puh, lecker, Alter. Wie alt war Firex nochmal? Firex hat, glaube ich, 17 am Ende gesagt oder sowas, meine ich. Ja, okay. Ne? Ich glaube, ja. Das Ding ist, wir haben halt echt... Viele, das ist halt ganz sauber. Wir haben echt viele gute Shows, Bewerber, so. Ja, viele krasse Leute. Meine? Das finde ich geil, dass die wirklich darauf Bock haben, dass sie sagen, ey, ganz ehrlich, so scheiß auf eine Orga, die mir halt ein bisschen Geld gibt und mich als Spieler quasi anstellt, ja. Sondern uns geht es ja darum, dass die Leute damit halt eine nice Selbstständigkeit aufbauen können. Und wir einfach coole Leute finden, die man unterstützen kann. Und das ist ja das Ziel dieser ganzen Geschichte, weißt du? Feier ich mega. Ja, Digga, finde ich auch. Firex, also allein, weil er schon eine Duo-Mate ist von Seetox, würde ich sagen, kommt der ist auch mal ins Recall mit rein, oder? Ist also, auch im Recall drin, klar. Der muss auf jeden Fall... Den müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Wir haben jetzt Shidori tatsächlich, auch ein krasser Bauer wohl. Gucken wir mal ganz kurz da rein. Also baumäßig sieht das schon mal ganz ordentlich aus hier, ne? Ja, also no joke, das können irgendwie, ich sag dir, aus Deutschland können das gefühlt 1000 Leute auf dem Level. Ja, das stimmt. Das weißt du, was ich meine? Ja. Und da geht es also halt dann die Besten zu finden. Ja, genau, da geht es die Besten zu finden. Ja. Und diejenigen, die am meisten Bock haben. Aber es ist PS4-Spieler, guck mal. PS4-Spieler, ja. Das ist interessant, ne, meine ich auch. Dann das ist, kein, ist es wieder ein anderer Aber guck mal, das Bauen ist schon echt tasty, muss man sagen, Alter. Eieiei. Uiuiuiui, das ist aber... Okay, dadurch, dass er wieder auf der Playse ist, schmeckt das natürlich wieder. Boah, Junge, also...
muss ich sagen, interessiert mich. Habe ich vorher noch gar nichts von gehört. Wie kann das sein, dass ich noch nichts von gehört habe? Na gut, du kennst ja auch nicht 200 Abos auf YouTube, ne? Nee, was trotzdem. Also wenn ein deutscher PlayStation... Oh, schöner. Wenn ein deutscher Controller-Spieler bei der Fortnite-Weltmeisterschaft irgendwie auch nur mal in die Top 100 streift... Dann kennst du den. Dann kennt man den. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Krass, ich würde jetzt noch gerne seine Fortnite-Weltmeisterschaft, sowohl Solo als auch Duo, gerne wissen. Gut, sagen wir so. Der ist okay. Er soll nachliefern. Ja, soll er nachliefern. Ansage hier an dich im Video, schreib sie auch gerne in die Kommentare. Gut, dann haben wir hier nochmal jemanden, der hat hier auch schon mal geplaced. 300er. Lezaris heißt der gute Mann. Das weiß ich auch nicht, die Songs halt, Leute. Schreibt immer die bitte Songs, dazu, Alter, ob die Songs... Warum müssen die Songs dabei sein? Ganz ehrlich, ich finde das auch ein Ausschlusskriterium, Alter. Demnächst machen wir nur noch Leute, wirklich die Copyright-Free-Musik haben. Nehmt einfach immer den gleichen Song von Epidemic alle, bitte. Wirklich, oder? Ja. Weißt du, also wir können es halt nicht abschätzen. Oder macht gar keine Mucke drunter dann von mir. Das ist auch egal. Lasst halt nur die Sounds drin, das reicht auch. Ja, Bounce ist stabil bei ihm, ne? Ist... krass. Ist auf, also ich würde, so wie ich es jetzt sehe, sieht es aus wie so smooth wie ein Tiff hier ungefähr, weißt du? Nicht ultra krank, kein Wongral, aber vom Bauen her. Und wichtig ist, Leute, wenn ihr Weltmeisterschaftsplacements habt, ne? Also irgendwas weltmeisterschaftsmäßig Punkte, her damit. Das ist uns wichtig, weil selbst nach der Fortnite-Weltmeisterschaft wird da irgendwas weiterkommen. Wenn wir hier Leute pushen, dann wollen wir auch natürlich, dass die competitive was erreichen. Ja, also im Bauen ist er schon stark, muss ich sagen. Bauen kann er. Ja. Schauen wir mal weiter, Max, was wir noch haben. Ja. Ist leider hart, es kommt natürlich nicht jeder dazu, ne? So, jetzt haben wir hier Robnik, Digga, der sich beworben hat. Robnik ist nice. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem Bewerbungsvideo hier für den Lost Clan. Und zu mir persönlich kann ich sagen, ich bin aktuell 18, ich heiße Robin, aber ihr könnt mich auch einfach Robnik nennen oder so, ist eigentlich komplett egal. Ich spiele Fortnite jetzt mittlerweile auch schon seit ungefähr 1,5 Jahren, glaube ich. Ich höre ihm sogar zu, man kann ihn zuhören, glaube ich. Mitte Season 2 spiele ich aktiv. Ach, wir schauen randoms zu. Jetzt seit einem halben Jahr habe ich auch wieder angefangen, aktiv zu streamen und Videos zu machen. Davor habe ich immer sehr unregelmäßig, vielleicht einmal die Woche, vielleicht einmal jede drei Wochen. Boah, Junge, schon, also... Ganz lecker. Ich glaub, meine ersten Videos überhaupt waren noch mal Minecraft-Videos so vor 4 Jahren. Ah, Digga, kommt aus Minecraft, das ist schon mal ganz gut. Auf jeden Fall, es war ein schlechtes Finale, aber mein bestes Ergebnis, glaube ich, mit Platz 150 bis jetzt. Alter. Aber es geht auf jeden Fall schon eine Maschine, ne? Thema Geld. Ja. Ich glaube, die Minute vom Video ist vorbei, also haut rein, bis dann. Ciao. Ah, Thema Geld ist vorbei. Ja, aber ist auch, das ist auch sympathisch, weißt du, was ich meine? Das ist gut, das ist sympathisch, Digga. Was sagst du? Sagst du Recall? Ja, jetzt, ich will zocken mit dem. Fakes Royal. 17.000 Abonnenten, auch Content Creator. Ja. Scheinbar war ein ziemlich guter Spieler. Auf geht's. Kenn ich noch damals von Clash Royale, hat auch mit Clash Royale angefangen. Schauen wir mal rein, Digga. Let's go. What? Er trifft ihn, obwohl er Lowground hat. Was ist da los? Achso, war auch bei mir im Turnier. Jetzt erst gecheckt. Aber guck mal, ja, es ist schon solide, ne? Aber das ist auch jetzt, also, musst du sagen, also ich kenne ihn jetzt als Spieler persönlich nicht. Wenn du sagst, der ist auf einem guten Level, Ja, wir haben gleichzeitig Fortnite angefangen. Ist auf jeden Fall ein guter Spieler, aber jetzt nicht, wo man sagen kann, der ist so krass, den brauchen wir. Mhm. Gut, okay, dann schauen wir weiter. Kurai haben bei mir auch voll viele geschrieben. V. Kurai. Den kenne ich auch aus meinen Turnieren irgendwie. Der ist auch, der ist aus Apokalypto, ist er raus sogar. Hier bin ich, aber er hat sich auch beworben, okay. Gut, lass mal hier rein. Schauen wir mal. Ja. Guck mal, man sieht hier einen wunderschönen Fischskin. Fisch? Das klingt nach Epidemic Sound schon mal. Okay, ist schon mal ganz nice geeditet, wa? Ja gut, aber was edit ist auch komplett egal. Aber guck ihn dir doch mal an, Max. Wenn er sich Mühe gibt, ist es auch mal ganz gutes Zeichen, weißt du? Guck mal, das ist schon geil, oder? Das ist schon geil, ja, Alter. Geil. Oh, guck mal, Digga, das ist richtig nice. Also ich habe kein einziges Fortnite-Video, wo ich so editiert habe. Muss ich jetzt mal ernsthaft sagen. Den will ich nicht in Lost Esports haben, sondern als Cutter. Ja. Auch eine Idee. Guck mal, er hier. Das Video, was ihr gerade seht, das ist aus dem Qualifier von Samstag. Qualifier gespielt am Samstag, sagt er? Danach hat mein Internet Schau gesagt. Aber ich hoffe, dadurch konntet ihr sehen, wie ich im Turnier spiele. Übrigens, das ist No-Copyright-Musik. Ehrenmann. No-Copyright-Musik, hast du gehört? Ja, hab ich gehört. Also die Qualität ist halt ein bisschen Matsche, aber... Ja, hast du recht. Wie machen wir das eigentlich als Kriterium für Qualität und Internetleitung? Jeff, oder jemand hat dann einfach mal so irgendwie eine Woche kein Internet oder so, wegen Kabelbruch ständig oder irgendwie sowas. Wackelkontakt. Also hat sich jetzt, ist jetzt auch nichts, was mich umhaut, weißt du? Einen haben wir hier noch, ist Kurai. 85.000 Abonnenten bereits schon auf YouTube, also schon relativ im Game drinne. Ehemaliger Apokalypto-Spieler und der hat auf jeden Fall auch was Schönes abgeliefert. Hier, guck mal, da sieht man auf jeden Fall schon mal seine Season-Stats. Können wir mal gucken. Mhm. 2000 Kills in Season 9, das ist schon ordentlich, ne? Mhm. Also das ist schon... Das sind auch Leute, die ich gerne sehen möchte, die echt einfach richtig reingrinden. Richtig, genau. Und das hat er hier auf jeden Fall bewiesen. Schauen wir mal weiter. Oh, okay, das ist gerade krass. Die meisten Siegen Deutschlands. Alter, okay, das ist... Digga, das ist interessant, oder? Das feiere ich nicht. Das ist interessant, glaube ich da auch, du. Hat sich auch Mühe mit dem Edit gegeben und sowas, finde ich geil. Das hat Dedication, weißt du, wenn das Gesamtpaket irgendwie stimmt. Ja. Hier nochmal schön der Edit-Flex am Ende, wichtig. Sehr wichtig. Junge, Junge, Junge. Banane aus der Luft.
Also schon, ist schon natürlich die Frage, ist, will jemand sowas halt Content Creation machen oder will sowas als Pro dann auch durchstarten? Wobei, das letztendlich gibt es ja auch einen Weg, wie beides zu machen, so Tiffio-mäßig, ne? Ja. Sehr interessant, dass er die, gerade durch seine Placements halt, ne? Ja, ja, dass er so gesuchtet hat, finde ich halt geil. Mich würden jetzt ganz doll die WM-Placements interessieren. Ja, 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 ja. Ganz wichtig. Wenn er jetzt noch irgendwie zwei, dreimal Preisgeld noch mitgenommen hätte, selbst wenn es so $100 sind, würde ich sagen, yo, den testen wir. Aber guck mal, was er auch für Dinger turnt. Siehst du das, was ich meine, was er für Sachen da holt? Ja. Er soll nochmal nachliefern, wie er bei der Fortnite WM abgeschlossen hat, sowohl Solo als auch Duo. Aha. Dann können wir mal mit ihm zocken. Kura, hast du gehört? Bitte nachliefern. Sollen wir bei ihm nochmal abwarten, sagst du? Wir warten ab. ERGYTFN. Jetzt ist er da. Okay. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Moin, Trimix und Levi. Ich bin Urchard bzw. Leon. Und im World Cup habe ich mich oft fürs Finale qualifiziert, aber noch nicht so viele Earnings. Hat sich's aufs Finale qualifiziert, ne? Hörst du? Er hat Wies gekillt, ne? Ja. Ist aber schon stark, finde ich. Ja, klar. Ich würde fast schon sagen, ran mit dem Jungen und dann, einfach mal zocken und dann klären wir das, ja? Ja. Daumen hoch!